Erinnert ihr euch noch an das Gesetz, dass die Bundesregierung eure Passwörter haben will? Jetzt liegt tatsächlich ein Gesetzesentwurf dem Bundestag vor, der von der Regierung verabschiedet wurde und darüber soll abgestimmt werden. Und Experten gehen davon aus, dass dieser Entwurf auch wirklich angenommen wird. Das bedeutet, wenn ihr eine besonders schwere Straftat macht im Rahmen von Hasskriminalität, dann darf ein Richter entscheiden, dass die Regierung eure Passwörter bekommt. Von euren Social Media Kanälen wie Instagram, Facebook, Twitter, Google, aber auch von Online-Spielen, League of Legends, Steam, Epic Games, I don't know, was ihr zockt. Und Shopping-Seiten fallen da auch drunter, genauso wie Dating-Seiten. Also im Endeffekt quasi fast alle Webseiten, die es online irgendwie ermöglichen, dass man miteinander kommuniziert. So, aber der große Punkt ist, dass so ein richterlicher Beschluss wahrscheinlich in der Regel recht schnell fallen wird, denn naja, Richter haben meistens nicht so die Zeit, sich wirklich mit jedem einzelnen Strafverfolgungsprozess richtig auseinanderzusetzen. Und ja, das heißt, dass im Endeffekt jede Strafverfolgungsbehörde und auch jedes Amt Zugriff auf eure Passwörter hat. Aber was ihr dagegen machen könnt, das erfahrt ihr hier. Denn nun ja, dieses Gesetz ist erstmal nicht so clever, wie es eigentlich scheint für Strafverfolgungsbehörden. Aber was darauf aufbauen könnt, erfahrt ihr ganz am Ende des Videos. Das heißt, bleibt unbedingt dran, es ist wichtig. Okay, zunächst einmal, naja, dieses Gesetz ist nicht so relevant für euch. Denn Passwörter werden eigentlich nie im Klartext gespeichert. Die werden gehasht. So, was ist jetzt eigentlich Hashing? Ja, hat nichts mit Hashbrownies zu tun oder sowas, sondern es hat mehr mit einem Passwort zu tun, das danach zerdeppert wird wie eine Vase. Stellt euch euer Passwort als wunderschöne alte Vase vor, okay? Und dann schmeißen wir die exakt so auf den Boden, dass sie komplett zersplittert. Es ist nur noch Staub davon übrig. So, genau das macht eine Hash-Funktion. Euer Passwort ist danach einfach nicht mehr zurückzuführen in diese Vase. Es ist wirklich Staub, ja? Man kann die Vase nicht mehr draus bauen. Aber wenn ich jetzt mein Passwort nochmal genau gleich auf den Boden schmeiße und zerdeppere, dann kommt exakt dasselbe Muster wieder raus. Und PCs können das natürlich so berechnen. Das ist eine Hash-Funktion. Das heißt, immer wenn ich mein Passwort hashe, kommt der exakt selbe Hash-Wert bei raus. Aber aus dem Hash-Wert kann ich mein Passwort nie wieder zurückrechnen. Und genau so speichern Internetbetreiber eure Passwörter und nicht anders. Denn es ist auch in Googles Interesse eigentlich, dass eure Passwörter nicht im Klartext bei Googles Server liegen oder bei irgendwelchen anderen Servern liegen. Denn wenn jetzt Googles Server gehackt werden und jemand anders hat Zugriff auf eure Passwörter oder auch ein Administrator, der bei Google arbeitet, macht was Böses mit euren Passwörtern, dann ist Google am Ende schuld daran, denn es ist eigentlich auch rechtlich vorgeschrieben, dass die Passwörter geschützt werden, weil es Stand der Technik ist. Und das steht tatsächlich so in einem Gesetzesentwurf drin. Das bedeutet, jemand, der euren Hashwert hat, der kann damit rein gar nichts anfangen. Der kann sich nicht als euch einloggen, der kann überhaupt nichts damit machen. Und ja, ein Angreifer kann damit nichts machen, die Bundesregierung kann auch nichts damit machen. Und euer Passwort, das eigentliche Passwort, das kennt nur ihr. Das wird an Google übermittelt, die hashen das, überprüfen, ob der Hashwert gleich ist und verwerfen danach das Passwort und behalten wieder nur den Hashwert. Das heißt, nicht mal Google kennt euer Passwort, niemand kennt das Passwort und somit kann es auch nicht an die Bundesregierung gegeben werden. So, jetzt gehen manche vielleicht davon aus, dass die Regierung vielleicht Technologien hat, um diese Passwörter schneller zu cracken. Das kann man machen, dauert halt mehrere Jahrhunderte im Normalfall. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass die Regierung irgendwelche krassen Technologien hat, die diese Passwörter cracken. Selbst dann könnt ihr aktiv werden und einfach mehr Faktor-Authentifikation machen. Zum Beispiel, wenn ich euch mein Google-Passwort jetzt direkt in die Kamera sagen würde, könntet ihr überhaupt nichts damit anfangen. Ich brauche quasi zum mich einloggen, bei Google brauche ich noch einen kleinen Security Key. Ich verlinke euch das Video am Ende in der Endkarte, dann könnt ihr da mal reingucken. Aber selbst bei anderen Diensten kann man sowas wie Time-Based One-Time-Passwords sozusagen machen. Dazu gibt es zum Beispiel den Google Authenticator und dort werden alle 30 Sekunden neue Passwörter generiert, die man zusätzlich eingeben muss zu den normalen Passwörtern. Die sind alle 30 Sekunden neu und nur ich kann sie generieren, nicht mal Google kann sie generieren. Das heißt, ich brauche nicht nur meinen Username, Passwort, sondern ich brauche zusätzlich noch diesen One-Time-Passwort-Teil da. Das sind quasi 6 Zahlen, die ich zusätzlich noch eingeben muss, die sich alle 30 Sekunden ändern. So, und ja, ohne das kann sich die Regierung bei mir nicht einloggen. Selbst wenn sie meinen Username, Passwort hat, kann sie sich nicht einloggen, wenn sie diesen Schlüssel nicht hat. Das heißt, sie bräuchte eigentlich noch Zugriff auf mein Handy bzw. auf diesen Security-Key und den hat sie natürlich nicht. Also alles in allem ist dieser Gesetzesentwurf für die meisten, also für die, die sich ein bisschen damit auseinandersetzen, absolut irrelevant.
Wenn man da ein bisschen auf seine Security achtet, passiert einem da nichts. Also warum dann so einen Entwurf machen? Liegt es einfach daran, dass sie komplett boosted sind und das Internet nicht verstehen oder Security nicht verstehen? Ich meine, Trump wurde ja auch schon wieder gehackt auf Twitter. Oder liegt es vielleicht an was anderem? Und jetzt mal eine wilde Spekulation, die auf keinen Fakten beruht. Das heißt, bitte nur meine Meinung hier. Das ist jetzt kein Fakt, okay? Aber es könnte sein, so war es zumindest in der Vergangenheit, dass die Regierung quasi ein Add-on auf dieses Gesetz draufpackt. Das heißt, dass die Regierung sagt, oder die Strafverfolgungsbehörden und Ämter, die sagen, hey, wir wollen die Passwörter, die geben dann quasi der Regierung das Feedback, ey, mit diesen Passwörtern können wir nichts anfangen, weil die sind gehasht und außerdem Mehrfaktor-Authentifikation. Also, was macht die Regierung? Etwas, das sie schon mehrfach probiert hat, und zwar Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verbieten. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist eigentlich der Grund gewesen, warum sie überhaupt eure Passwörter haben wollen. Denn was wollen sie denn mit den Passwörtern machen? Sie wollen sicher nicht in eurem Namen einen Tweet absetzen, das ist Quatsch. Sie wollen natürlich eure privaten Nachrichten lesen. Sie wollen lesen, im Rahmen von Hasskriminalität im Endeffekt, wen ihr gemobbt habt, wen ihr beleidigt habt, beziehungsweise ob ihr das wirklich getan habt. Und das kann man aktuell nicht ohne das Passwort machen. Denn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet, wenn ich jemanden anders etwas schreibe, dann kann nur mein Gegenüber das lesen und ich kann das lesen. Nicht mal Twitter oder Instagram oder wer auch immer in der Mitte sitzt, kann die Nachricht lesen, weil sie verschlüsselt ist. Nur die Zielperson und ich selber können das eigentlich lesen. In den meisten Fällen zumindest. Das bedeutet, auch eine Regierung, die jetzt, sagen wir mal, Vollzugriff auf den Server einfach beantragen kann, was sie tatsächlich häufiger mal tun, kann hier nicht hergehen und sagen, hey, wir lesen alle privaten Nachrichten, weil Twitter oder die ganzen Nachrichten an sich, die ganzen Dienste an sich das schon nicht können. Das bedeutet, wenn sie eure Passwörter haben, können sie alles lesen, aber nur, wenn sie sich damit auch einloggen können. So, wenn sich jetzt also Strafverfolgungsbehörden beschweren, dass sie sich damit nicht einloggen können, ist der nächste logische Schritt zur Bekämpfung von Hasskriminalität, dass man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verbietet. Und das wäre dann sozusagen ein Add-on auf diesen Gesetzesentwurf drauf, damit der quasi rund ist, falls die Passwörter eben sicher gespeichert werden, was sie eigentlich sogar müssten. Ja, die Regierung hat wie gesagt schon ein paar Mal versucht, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu verbieten, ist damit bisher immer gescheitert. So könnte es sein, dass sie sogar damit durchkommt, obwohl das ein absoluter Katastrophenfall für jede IT-Security-Abteilung wäre. Also ich meine, wenn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verboten wird, dann bedeutet das nicht nur, dass private Nachrichten gelesen werden können von jedem, dann bedeutet das auch, dass Kreditkartendaten von jedem gelesen werden können, der in einem öffentlichen Netzwerk irgendwo seine Kreditkartendaten eingibt. Oder dann bedeutet das, dass jeder alles lesen kann sozusagen, wenn er sich im selben Netzwerk befindet. Das heißt, wenn ihr in einem öffentlichen Netzwerk eine WhatsApp-Nachricht bekommt, dann kann jeder diese WhatsApp-Nachricht lesen, weil sie ja nicht mehr verschlüsselt sein darf. Das wäre also absolut katastrophal für die Privatsphäre, absolut katastrophal für Sicherheit im Internet. Also ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass wir quasi unsere privaten Nachrichten beschützen wollen, sondern auch, dass wir unsere Daten schützen wollen, damit wir nicht Opfer von Identitätsdiebstahl zum Beispiel sind. All diese Dinge wären dann relativ leicht möglich. Da muss man sich nur mal eine Weile in Internetcafé setzen oder irgendwo, wo es öffentliches WLAN gibt. Und schon hat man sehr, sehr viele Daten. Ja, also absolut katastrophal. Deswegen achtet darauf, was dann noch passieren wird. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.